was hier vollführt wird hinter unserem Rücken mit dem Abrissbagger, das ist reine Provokation. Zur Provokation, wenn sie denn gelingen sollte, gehören auch Leute, die sich dann provozieren lassen. Junge, du kannst aufhören, Feierabend machen, wir lassen uns nicht provozieren. Dann jetzt wieder eine wichtige Durchsage. Die Leute kommen nicht mehr aus dem Bahnhof heraus. Ich bitte also darum, weiter Richtung Landesbank Baden-Württemberg aufzurücken, um Platz zu machen, damit auch die Menschen, die jetzt noch im Bahnhof stehen und da draußen stehen bei der Schillerstraße, auf den Versammlungsplatz kommen können. Vielen Dank. Und dann darf ich noch durchsagen, es ist hier abgegeben worden, eine EC-Karte, Maestro der Baden-Württembergischen Bank, von, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das lesen kann, von einem, das ist die Gruppe, aber ich denke, er guckt einfach mal nach, Konrad Wernicke, der soll bitte seine EC-Karte nachholen. Oder er fährt. Unglaublich. Also vor dem, was wir jetzt da sehen, klingt das, was ich jetzt zu sagen habe, vielleicht ein bisschen seltsam. Ich wurde ja heute gefragt in der Sendung Leute von Stefan Ziller, ob es denn nun überhaupt keine Gespräche mehr gäbe, nachdem wir gesagt haben, runder Tisch bei Abriss, das geht nicht zusammen. Wir haben den katholischen Pfarrer Brock, den Pfarrer der Eberhardskirche, gebeten, sowas wie eine Art Vorfühlen mal zu versuchen. Er soll mal bitte, und er macht es auch gerne, hat er gesagt, bei der Gegenseite, mal abklopfen, worüber denn Herr Mappus eigentlich sich vorstellt, mit uns reden zu können. Hier kannst du jetzt ein wunderbares Beispiel, wie Sie einen staubfreien Abbruch finden. Wir haben Pfarrer Brock auch gebeten vorzufühlen, ob denn auch für die Landesregierung denkbar ist, dass nach diesen Gesprächen die Landesregierung zur Auffassung kommen könnte, ich drücke es jetzt schon im Konjunktiv aus, zur Auffassung kommen könnte, dass Stuttgart 21 Blödsinn ist und dass man das gar nicht erst beginnen sollte. Wir warten auf die Antworten und bedanken uns jetzt schon bei Pfarrer Brock. Und jetzt darf ich ankündigen als nächsten Redner Roland Ostertag. Den muss ich ja nicht mehr besonders vorstellen.